Für Krebspatienten ist zuerst die Diagnose ein Schock. Dann kommt die intensive Therapie mit ganz verschiedenen Herausforderungen und die ist oftmals auf einem vorbestehenden hohen Stresslevel. Achtsamkeit kann die Patienten dabei unterstützen, kann sie dabei unterstützen, wieder Vertrauen in den Körper zu gewinnen, zu bemerken, was tut mir gut und was vielleicht nicht so. Und wie kann ich meine Selbstheilungskräfte unterstützen? Auf einer anderen Ebene ist das wertvolle, wertfreie Betrachten von Gedanken und Gefühlen schon eine heilsame Erfahrung. Und da ist eine sanfte, freundliche Herangehensweise ganz wichtig. Krebsbetroffene berichten mir oft, dass es für sie eine Herausforderung ist, die körperlichen Einschränkungen durch die Krankheit oder Therapie zu akzeptieren. Und im Kurs schauen wir auch darauf, ja, wie kann ich sein mit diesen Herausforderungen, mit diesen körperlichen Einschränkungen, die im Moment einfach vorhanden sind. Und wir erlauben uns, mit all dem zu sein, mit unseren Einschränkungen, mit unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und Achtsamkeit ist eine Methode zur Selbsthilfe in Ergänzung zu oder nach medizinischen Therapien. Und Achtsamkeit ist auch, ja, das Fundament in der Mind-Body-Medizin. Eine Möglichkeit, diese Achtsamkeit zu entdecken, bietet der 8 Wochen MBSR-Kurs. MBSR ist die Abkürzung für Mindfulness-Based Stress Reduction. Es wird meistens im Deutschen übersetzt mit Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und dieses Programm wurde 1979 eben von John Kabat-Zinn und seinen Kollegen in den USA entwickelt, um Patienten mit chronischen Erkrankungen ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie sie auf eine geschicktere Art und Weise mit ihren Beschwerden, mit ihrem Leiden umgehen können. Ja, der 8-Wochen-Kurs, der hier auch im Onkoreha-Programm angeboten wird, beinhaltet zum einen verschiedene formale Übungen wie einen Bodyscan, das ist eine Achtsamkeitsreise durch den Körper, dann ein sanftes Yoga-Programm, Atembeobachtung und Sitzmeditation. Neben diesen formalen Übungen ist die Integration in den Alltag sehr wichtig und dafür gibt es auch Aufgaben für zu Hause, zum Beispiel eine Mahlzeit bewusst zu sich nehmen, eine Tätigkeit etwas achtsam ausführen oder sich auch der ganz kleinen alltäglichen Dinge bewusst werden, die einem während des Tages so begegnen. Wir haben in jedem Modul oder an jedem der 8 Anlässe ein bestimmtes Schwerpunktthema. So schauen wir am Anfang an, ja, was ist eigentlich Achtsamkeit, was ist Wahrnehmung. In der Mitte geht es dann auch speziell um das Thema Stress. Ja, was passiert in meinem Körper, wenn ich gestresst bin? Welchen Einfluss haben Gedanken und Gefühle darauf? Und in einem nächsten Schritt dann, wie kann ich mit Herausforderungen auf eine geschickte, achtsame Art und Weise umgehen. Ergänzend für die Übungen zu Hause gibt es auch Audioaufnahmen und einen Kursordner. Ja, der Kurs erstreckt sich über 8 Wochen. Wir treffen uns einmal pro Woche an einem Vormittag oder Abend für 2,5 Stunden. Das klingt im Moment lang, aber die Zeit verfliegt sehr schnell und wir machen zwischendrin auch eine Pause. Dann gibt es nach der 6. Woche so einen Tag der Achtsamkeit. Das ist ein ganz besonderer Tag, wo wir ja so 5 Stunden miteinander üben. Der Kurs eignet sich für Krebsbetroffene, die ihre Therapie bereits abgeschlossen haben oder auch
die während einer Therapie den inneren Raum spüren, sich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen. Ein wichtiger Bestandteil des Kurses ist auch die Bereitschaft, ca. 45 Minuten täglich zu Hause zu üben. Mich beeindruckt immer wieder, welche ganz unterschiedlichen Erfahrungen die Menschen aus den Kursen mitnehmen, ganz je nach ihrer individuellen Situation. Für viele Teilnehmer ist die Atembeobachtung ein sehr wertvolles Hilfsmittel, besonders auch in schwierige Alltagssituationen. Das hilft ihnen, sich zu zentrieren, zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit zu finden. Ebenso wird oft erwähnt, dass das nicht wertende Wahrnehmen von Gedanken, Gefühlen, auch Symptomen und Schmerzen zu einer verstärkten inneren Akzeptanz und Offenheit führt und dadurch auch zu einer Verringerung des Leidens und der Symptome lässt.